Das Talent. Hey, komm noch. Noch ein. Oh mein Gott. Voll die Veränderung. Das Labor ist relativ klein und die Leute sind voll nett und es macht wirklich so Spaß. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist heute Montag, der 24. Mai und heute ist ein Feiertag und ab morgen fängt mein Praktikum an. Aber ich will heute nochmal so den Tag genießen und es ist jetzt auch schon 3:30. Ich habe auf jeden Fall so ein Outfit-Reel gedreht und ich musste mich ein paar Mal umziehen. Deswegen sieht es hier so aus. Don't mind the mess. Ich habe dieses Top von Zara. Ich finde das voll schön, das ist so gestreift. Dann einfach so eine Strickjacke drüber. Die ist von And Other Stories und die Jacke ist auch von Zara und die Hose ist von Stradivarius. Falls ihr irgendwas sucht oder generell meine Outfits cool findet, ich versuche jetzt alle 1 bis 2 Wochen so ein Outfit-Video auf meinem Instagram hochzuladen und verlinke euch die dann jedes Mal in meine Story. Und alle Pieces, die ich dann trage und noch finde, sind dann in meinem Outfit-Highlight gespeichert. Also, falls ihr irgendwas möchtet, ein paar Sachen sind da auch schon verlinkt. Noch die Hose, ich liebe die. Ich ziehe die ungefähr nur noch an. Das ist immer die gleiche, weil die mir am besten sitzt, gefühlt. Ich muss jetzt dringend los. Aber ich wollte euch einfach die Woche mitnehmen, weil heute noch ein Feiertag ist und das Wetter einigermaßen gut ist, möchte ich rausgehen. Genau, los geht's. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich habe mich gerade gewundert, warum die Tür nicht aufgeht. Das ist der falsche Mini. Oh mein Gott. Meine steht einfach so 10 Meter davor. Ich habe sogar eine Sonnenbrille dabei. Ich freue mich für euch, ich bin richtig gut drauf. Ich mag das auch voll gerne, alleine Auto zu fahren und Podcasts oder so zu hören. Und ich höre jetzt Pussy Talk. So stand der schlimmste Tag. Pussy Talk! Das Wetter ist irgendwie nicht mehr so gut. Den Weg dann noch einmal um die Ecke. Das ist schon lang. Ein bisschen kalt. Vorhin schon mitgeführt. Ja, so ich habe meine Sonnenbrille so aufgezogen. Ja. Ich habe erzählt, wir gehen jetzt ans Wasser. Ich habe gesagt, wir genießen das gute Wetter heute. Und jetzt ist so. Cool. Challenge 1. Dann. Das Talent. Oh. Ui, fast. Oh, das geht ja Sound, ja. Das kann ich. Glaubst du mir jetzt? Ich dachte irgendwie, das geht einfach. Also Diana hat gesagt, sie schafft mindestens eine. Mindestens. Ich habe gesagt, sie schafft keinen. Wir können gleich eine Aufnahme machen, wo wir deine Füße abschneiden und ich schubse dich so nach oben. Genau. Hey, komm noch ein. Eingeholt. Wir haben uns Eis geholt und essen es jetzt und schauen dabei noch die Serie. Oh, das sieht so lecker aus. Die Sonne scheint heute irgendwie zum ersten Mal seit einer Woche. Ich finde es hier gerade wirklich so schön, weil hier auch noch nichts los ist. Es ist gerade mal kurz nach 8. Das Wetter macht immer so einen Unterschied, dann bin ich wirklich direkt besser drauf. Meine Mutter hat mir einen Smoothie gemacht. Ich probiere den gleich mal. Ich war gerade spazieren und habe auch schon einen Corona-Test gemacht, weil ich fahre jetzt meine Nägel machen. Die sehen nämlich schlimm aus. Also, aber durch mein Praktikum beim Zahntechniker, da ist es halt voll unpraktisch, lange Nägel zu haben. Und da ist halt voll viel passiert. So, 2 Nägel sind weg. Den habe ich mit der Fräse beschädigt und den, also als ich so Zähne
gefräst habe. Die sehen nur echt schlimm aus und ich kriege ja auch nächste Woche meine Wohnung und so und will dann nicht so dahin gehen. Ich muss jetzt spontan schauen, was ich machen lasse. Ich bin jetzt auch schon wieder zu Hause und meine Nägel sehen jetzt so aus. Das ist mega natürlich geworden, bis auf das Yin und Yang Zeichen. Ich fand es irgendwie ganz süß. Gerade wenn ich dann auch mein zweites Praktikum beim Zahnarzt habe, ist das ganz gut. Genau. Hallo. Es ist Samstag, deswegen habe ich jetzt die ganze Zeit gerade so ein bisschen mein neues Video für morgen geschnitten und mich jetzt umgezogen auch, weil wir treffen uns heute Abend mit Freunden und setzen uns einfach alle zusammen raus. Da gibt es so ein kleines Kiosk bei uns in der Nähe, da kann man sich dann ein paar Getränke holen, auch was zu essen. Und dann sehen wir uns einfach alle mal wieder, setzen uns zusammen in die Natur und wollen so ein bisschen den Sonnenuntergang uns anschauen. Und vielleicht gehen wir dann später noch in so eine Bar mal schauen. Im Moment halt alles ultra voll, weil die Außengastro jetzt erst die Woche aufgemacht hat. Oh mein Gott! Was? Voll heftig, oder? Voll die Veränderung. Heftig, aber cool. Ja. Was? Du siehst so anders. Ah, du hast das T-Shirt. Ja. Leute, heute ist zum einen mein letzter Praktikumstag, morgen ist Feiertag und freitags bin ich schon weg in Österreich. Also morgen fahren wir schon nach Österreich, weil ich und der Finn, oder der Finn und ich, die Schlüssel für unsere Wohnung bekommen. Und ich freue mich so, ich war da in der Wohnung, jetzt seitdem wir uns sie zum ersten Mal angeschaut haben, nicht mehr drin. Und wir hatten auch so Glück, dass wir die bekommen haben. Es waren voll viele Interessenten und es ist wirklich unsere Traumwohnung. Ihr werdet die auch zum ersten Mal so ein bisschen sehen. Ich werde dann wahrscheinlich auch mal so eine Roomtour drehen und so. Wir haben dafür extra so einen Sprinter bekommen und fahren damit dann schon runter, weil wir haben schon Waschmaschine, Trockner und so ein paar Kleinigkeiten. Oder nicht nur Kleinigkeiten, eigentlich wird der ganze Bus ziemlich voll. Ich ziehe jetzt nicht direkt runter. Also wir fangen jetzt erstmal an, dann auch alles auszumessen und so, damit wir auch eine Couch bestellen können und halt natürlich auch noch andere Möbel. Genau, aber die grundlegenden Sachen haben wir da schon mal da. Wir haben auch eine riesen Matratze schon bestellt, die wir dann einfach auf den Boden legen und da drauf dann schon mal schlafen. Ich bleibe dann dort auch nicht da, also nur von Donnerstag bis Sonntag. Weil montags fängt schon mein nächstes Praktikum an beim Zahnarzt. Ich brauche die halt beide für mein Studium und ich finde es auch interessant so. Aber genau, ganz kurz zu heute. Ich bin gerade beim Zahntechniker und der Zahntechniker ist der Vater von meiner besten Freundin. Deswegen kenne ich den auch und insgesamt, das Labor ist relativ klein und die Leute sind voll nett und es macht wirklich so Spaß, es ist so entspannt. Ich mag diese handwerkliche Arbeit einfach voll gerne. Ich habe halt jetzt die ganze Zeit irgendwie Zähne aus Wachs modelliert und meine eigene Prothese gemacht und so. Ich kann euch vielleicht ein bisschen was zeigen. Und übrigens ist jetzt irgendwie seit ein paar Tagen mega warm, voll gutes Wetter. Ich war gerade schon spazieren mit den Hunden. Wie schön es einfach aussieht. Die Sonne macht einfach so viel aus. Und es werden heute einfach bis zu 27 Grad. Halleluja. Ich bin nur beim Praktikum meistens so bis 15.30 Uhr, 16 Uhr und dort ist es so ein bisschen kühler. Deswegen habe ich eine lange Hose an. Außerdem wären Shorts ja, glaube ich, auch ein bisschen unangebracht oder unpassend. Ich habe die Hose an, die ist mega cool, die wird unten so weiter. Und das Top ist auch voll schön, das ist blau. Ich nehme jetzt den Kuchen auch mit, den habe ich selbst gemacht. Das ist ein Käsekuchen. Meine Mom hat mir geholfen, hat noch ein paar Erdbeeren geschnitten und dann kann man die dazu essen. So ein Geheimrezept von meiner Oma gewesen. Ich hoffe, dem Kuchen passiert jetzt nichts. Ich muss jetzt voll vorsichtig fahren. Ich dachte mir so, an meinem letzten Praktikumstag will ich mal ein bisschen mitfilmen, was ich die ganze Zeit so gemacht habe. Das ist wie so ein Experiment, was du jetzt machst. Wer meinen Kuchen möchte. Jöchen! Ja.
Ich war ja einkaufen, wir haben jetzt ein paar Sachen geholt, weil wir jetzt Wraps machen. Oh! Ich hätte klare Blumen mitgebracht, was sind da? War die einfach so drin? Ich weiß es gerade gar nicht, ist die abgeflogen? Immer wenn ich hier bin, kochen wir halt zusammen, weil die Clara wohnt halt direkt über dem Labor. Ja, und dann haben wir Avocados, noch ein bisschen Guacamole und so und kochen das jetzt mal. Ich mach den dann an meinen Schlüssel später dran.